Hallo, ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge U-Boat. Und wir haben beim letzten Mal schon das neue Ziel für diese Folge festgelegt. Und zwar wollen wir eine Wetterstation auf der Bäreninsel errichten. Und dafür geht es, ja, einmal schauen. Na, müssen wir hin? Weit, weit in den Norden. Und ihr seht schon, wir sind über Nordnorwegen. Da wird es kalt, aber das passt ja auch ganz gut in die aktuelle Jahreszeit rein. Okay, im Spiel haben wir es jetzt den 14. November, in der Realität kurz vor Weihnachten. Und da kann so ein kleiner Trip Richtung Arktis doch ganz interessant sein. Auf jeden Fall möchte ich noch eine Sache machen, die zwar jetzt nicht zeitlich ins Spiel passt, Was aber in die brauchst du, Herr aktuelle Kalott? Zeit, wo diese Folge erscheint. Und zwar möchte ich mein Boot aufrüsten. Wir haben zwar noch nicht viel gekauft, um es aufzurüsten. Wir sparen ja noch ein bisschen. Was wir machen können, wir können es dekorieren. Und zwar mit einem simplen Weihnachtsbaum. Denn der Weihnachtsbaum wird die Atmosphäre an Bord angenehmer stimmen. Die Seeleute werden die Weihnachtsstimmung ein wenig nachempfinden und ihre Familie nicht so sehr vermissen. Was natürlich klar ist, wenn man natürlich tagelang, vielleicht wochenlang auf See ist. Da kann das schon sehr, 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 ja, stressig sein. Man kann seine Liebsten vermissen. Und das ist ein Stück Heimat, wie zum Beispiel durch einen Tannenbaum, doch eine gelungene Abwechslung. Okay, um den Tannenbaum aufzustellen, brauchen wir also 5,5 Stunden. Alles klar, kriegen wir hin. Wir schauen mal, ob Nochmal. wir alles aufgefrischt hatten. Die Wetterstation haben wir schon mit an Bord. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Munition haben wir keine verschossen. Wir haben getankt. Okay, Torpedos fehlen uns noch ein paar. Die füllen wir natürlich auch auf. Wir gucken. Im Hecktorpedolager, das passt. Gegenstände. Wollte ich jetzt auf jeden Fall ein Gewehr mitnehmen? Vielleicht einen zweiten Helm, oder? Nee, wir machen das so. Okay, wir müssen jetzt noch ein bisschen verladen. Das ist okay. Wir spulen natürlich die Zeit einmal vor. So, 2:30 Uhr. Eine perfekte Uhrzeit, um den Kurs raus aus dem Hafen zu planen. So. Kurs setzen. Möglichst wenig im Hafen rammen. Legen Sie den Kurs an. So, jetzt können wir ein bisschen rauszoomen. Kurs auf diese Koordinaten Tja, setzen. was bringt eine Wetterstation so weit im Norden? Ich sag mal, Legen Sie wer den Kurs natürlich das an. Wetter lesen kann und möglichst genau lesen kann, der kann natürlich auch entsprechend seine geplanten Operationen ein bisschen besser ausführen. Denn Legen Sie es den gibt viele Kurs. Faktoren, die damals, ich sag mal, damals wie heute natürlich auch viele militärische Dinge beeinflusst haben. Bei extrem schlechtem Wetter Kurs auf beispielsweise diese Koordinaten ist es setzen. schwierig, Flugzeuge starten zu lassen und Co. Und Kurs auf diese ja, Koordinaten setzen. bestimmte Passagen, Seepassagen werden dann schwer befahrbar und dann müssen Schiffe durch andere Passagen. Wenn man all dieses Wissen hat, kann man dann entsprechend auch, ja, Kurs setzen. seine Planung quasi durchführen. Und deswegen sind diese Wetterstationen, um möglichst viele Daten zu sammeln, sehr, sehr wichtig. Legen So, Sie den Kurs wir sehen an. schon, 2600 Kilometer müssen wir dafür reisen. Aber das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Ich sehe aber gerade, wir können noch Upgrades verteilen. Das ist sehr gut. Herr Und Kaloy. zwar dem Menzel können wir noch eine Fähigkeit geben. Und jetzt schauen wir mal. Was geben wir ihm? Kann feindliche Schiffe schneller enttarnen? Er kann mit Kanonen besser schießen. Ist auch nicht schlecht. Haben wir, glaube ich, noch nicht an Bord. Okay, erhöht die Moral um 25%. Und wenn der Stress an Bord während des Einsatzes 100 auf 100% ansteigt, das möchte ich eigentlich nie erreichen.
Dann geben wir der Besatzung Mut und es gibt keine negativen Auswirkungen. Weil es kann natürlich sein, wenn einer der Matrosen natürlich unter Stress zusammenbricht, dass er dann halt wirklich durchdreht. Und du kannst in dem U-Boot ja nicht weg. Und du bist dann eine potenzielle Gefahr für alle. Wenn du zum Beispiel am Meeresgrund bist und gerade über dir feindliche Schiffe fahren und du musst mucksmäuschenstill sein, und dann hast du jemanden, der da völlig austickt, die Gegenstände umherwirft. Der verrät natürlich alle anderen. Und ja, dann kann es natürlich sein, dass die ersten Wasserbomben fliegen. Und man dann, ja, in diesem U-Boot sein feuchtes Grab findet. Ich würde sagen, aber zu Beginn finde ich es noch sehr, sehr wichtig, dass wir feindliche Schiffe schnell aufklären. So, unseren Captain können wir auch noch eine Fähigkeit geben. Was können wir ihm geben? Er kann mit der Kanone schießen, okay. Die Sachen hatten wir. Was haben wir hier noch? Okay, man kann einen Matrosen, der in Panik geraten ist, schnell außer Gefecht setzen, anstatt ihn zu beruhigen. Okay. Dem Offizier kann ein zusätzlicher Matrose zugeteilt werden, das ist auch gut. Oder Navigator. Ich möchte das mit dem zusätzlichen Matrosen, denn auch das ist hilfreich beim, ja, Feinde aufklären. Je mehr Matrosen halt zugewiesen sind, desto größer ist der Radius, in dem man was erkennt. Das ist sehr, sehr gut. Aber lang genug geschwafelt. Ich würde sagen, sie haben zu viel Seeleute an Bord. Ah, okay. Verstanden, wir müssen einen der Offiziere, den wir bekommen haben, Kapitän, abgeben. Das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Ich habe gedacht, das geht vielleicht durch. Haben wir das Spiel ausgetrickst, aber haben wir nicht. Und zwar haben wir einen Offizier zu viel. Und wir haben den Dr. Ernst Prien als letztes dazu bekommen. Jetzt die Frage, lassen wir den Seitz hier oder den Prien? Ein Doktor klingt schon ganz gut. Der Salz bleibt hier. Wir haben auch einen Matrosen zu viel. Ist die Frage, wen lassen wir hier? Koss, Meier, Kellner. Ja, das tut sich alles nicht viel. Puh. Schwierig. Du fällst aus der Kleiderordnung. Lothar, du bleibst hier. Jetzt passt es wieder. So, auf Wiedersehen. Dann habt ihr jetzt erstmal Landgang, meine Freunde. Und wir machen langsame Fahrt, bis wir aus dem Hafen raus sind. Wir plumpsen ins Wasser. Ich würde mal sagen, damit das nicht zu langatmig ist, spule ich ein bisschen vor. Drücken wir mal aufs Gaspedal. Wasser wird abgelassen und zack befinden wir uns in der Nordsee. So, wir wechseln einmal die Ansicht. Wir zoomen natürlich raus. Bis zur Bäreninsel ist es weit. Und ich glaube, wir werden auch... Oh, das können wir ausklappen. Die Enigma haben wir geborgen. Ich glaube, wir werden auch den ein oder anderen Feindkontakt haben, gerade hier vor Norwegen. Weil noch ist es ein feindlicher Hafen. Im Laufe des Krieges wird Norwegen vom Deutschen Reich erobert. Allerdings noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, hier können durchaus noch norwegische Schiffe auf uns warten. Oder englische Schiffe. Und ich bin mal gespannt, ob da oben vor der Bäreninsel uns irgendjemand abfangen will. Aber eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Okay. Wir sind aus dem Hafen raus. Äußerste Fahrt. Wir spulen natürlich vor. So. Herr Kaloy? Wollte ich nochmal eben gucken. Einer von beiden war doch sehr, sehr gut. Er hatte keinen sichtbaren Rauch. Deswegen möchte ich eigentlich, dass der Weber... Machen wir es mal so. Dass der Weber an die Torpedos geht und du an die Dieselmotoren. Das gefällt mir besser. So, ihr seid beide in der Funkstation. Finde ich nicht so prickelnd. Das heißt, einer von euch beiden wird Karten spielen, weil nach wie vor ist das Stresslevel zu hoch. 10%, das möchte ich runterbekommen. So, der Menzel ruht sich aus. Das ist okay. Der Hoffmann ist am Navigationstisch und wir halten Ausschau. Das passt. So, wir spulen.
Ich bin mal gespannt, ob wir auf unserer Reise irgendjemanden treffen. Ich denke mal, die kritischste Phase wird sein, wo wir ein Team entsenden, was die Wetterstation aufstellt. Das wird wieder Zeit kosten. Denn derzeit sind wir sehr angreifbar. Gerade in der Nähe der Küste. So müde. Und, naja. Da hoffe ich einfach, dass wir das Ganze unbemerkt ganz schnell von der Bühne kriegen. Oder über die Bühne kriegen. So. Schauen wir mal rein. Ja, man kann erahnen, wo die Sonne untergeht. Wir sind im europäischen Nordmeer. Ungemütlich, meine Freunde. So. Wir haben aber bisher keinen einzigen Kontakt gehabt. Schalten wir auf rotes Licht. Präventiv, damit wir da, wo wir nachts unterwegs sind, dann halt auch weiter sehen. Es ist nicht mehr weit. Aber wir sehen schon, wir sind fast 5 Tage unterwegs. Kontinuierlich am Durchfahren. So, jetzt sind es noch 56 Kilometer. Wir machen mal halbe Fahrt. Spulen ein bisschen langsamer. Also du kriegst erstmal deinen zusätzlichen Matrosen. Ach, geht gerade nicht. Ja, wahrscheinlich, weil die am Pennen sind. Okay, du hast zwei. Du bist schon wieder am Motor, ne? Eieiei. Du kriegst einen weniger. Dafür kriegst du einen mehr. Und zack, vergrößert sich die Sicht. Weil ich möchte wissen, ob ich hier alleine bin oder nicht. So, machen wir. Kleine Fahrt. Besser ein bisschen mehr spulen. Okay. Senden Sie einen Trupp ans Land und das machen wir jetzt auch. Einsatzwetterstation. Das ist der geeignete Einsatzort. Ihre Befehle besagen, dass Sie eine Wetterstation in der Nähe dieser Koordinaten aufstellen sollen. Wir entsenden einen Trupp an die Küste. Sie können einigen Gefahren ausgesetzt sein, wie zum Beispiel von Bewohnern oder mit wetterbedingten Problemen konfrontiert werden. Wählen Sie die Mannschaften bedacht aus und rüsten Sie entsprechend aus. Kriegen wir hin. So. Der Doktor ist müde, alle anderen sind theoretisch einsatzbereit. Und ich würde mal sagen, am ausgeruhtesten war der Menzel, den jagen wir rüber. Und dem drücken wir auch ein Gewehr in die Hand. Und wem können wir ihn noch mitschicken? Die beiden Ingenieure würde ich nicht machen. Ich würde sagen, wir schicken den... Wir schicken den Karl-Heinz Schuster mit, weil der spricht Englisch. Am wahrscheinlichsten, wenn wir dort jemanden treffen sollten, zu kommunizieren, können wir das gebrauchen. Du kriegst auch von mir ein Helmchen. Und ihr kriegt natürlich Matrosen mit. Und ich würde auch sagen, damit das Ganze einfach schneller von der Hand geht, bekommt ihr auch 4 Matrosen mit. Ist natürlich gefährlich, weil wenn wir jemanden verlieren sollten, ist es ärgerlich, dann sind wir nicht mehr so einsatzbereit. Aber das Risiko müssen wir eingehen. Wir gehen auf Fortsetzen und der Einsatztrupp wird entsendet. Die steigen in ihr Schlauchbötchen und fahren rüber. Okay. Ihre Mannschaft ist ohne Probleme an der Küste angekommen. Es gibt keine Anzeichen von menschlicher Anwesenheit in der Nähe. Wir sollten einen Spähtrupp losschicken, der nach einem guten Platz für die Wetterstation sucht. Das machen wir. Wir erkunden das Gebiet. Das dauert. Okay. Wir sind auf Stopp. Wir spulen mal ein bisschen. Und ich bin mal gespannt, ob hier irgendjemand vorbeigefahren kommt. Okay, wir drehen uns. Errichten Sie die Wetterstation. Wir gehen einmal zu den Jungs zurück.
Okay, unser Spähtrupp hat einen guten Standort für die Aufstellung der Wetterstation gefunden und alle Komponenten dorthin gebracht. Wir können mit der Errichtung der Station beginnen. Okay. Das könnt ihr dann machen. Wir sind aber wieder zurück beim U-Boot. Wir sehen, es geht sehr, sehr langsam vonstatten. Wir gehen mal auf 140. Rauch am Horizont. Shit. Tauchen. Wie weit können wir? Wir gehen erstmal auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Ich meine, die Jungs sind an Land. Das ist nicht weiter problematisch. Wir lassen sie ja nicht im Stich. Wir machen kleine Fahrt. Und drehen uns erst einmal. Wechseln auf E-Motor. Wir werden auf jeden Fall jetzt einen Teufel tun und die Nachricht verschicken. Ich möchte auf jeden Fall, dass du nicht weiterpennst, du bist relativ ausgeruht. Du gehst bitte die Umgebung mit beobachten. Ich möchte, dass du die Torpedos klar machst. Ich weiß, du hängst gerne bei den Motoren rum, aber das macht bitte der Kollege. So, wir gehen wieder auf Stopp. Alarm! Feindliche Zerstörer in Sicht! Alarm! Auf Gefechtsstation! Wir fahren ein bisschen rückwärts. Was haben wir hier? Ein Kriegsschiff. Und ihr werdet definitiv an einer Schusslösung arbeiten. Wenn er uns entdecken sollte, möchte ich, dass wir uns wehren können. Langsame Fahrt zurück. Stopp. Eine Fahrt zurück, dass wir uns drehen. Die Schusslösung dauert viel zu lange. Schneller, schneller! Okay, wir stoppen. Die haben uns nicht gesehen. Sie haben nicht eingedreht oder so. Wir wollen es ja auch nicht provokant darauf anlegen, dass die uns beschießen. Die Sicht geht wieder zurück. Natürlich Mist, wir haben 14 Uhr. Wir gehen mal auf blaues Licht. Das signalisiert denen, dass die leise sein sollen. Na, wo entdecken wir uns denn? Hallo? Ah, da oben sind wir. Mal gucken, wie man uns im Meer sieht. Gerade eben hier oben so ein kleiner Zippel. Das sollte beim Vorbeifahren auch eigentlich nicht so sehr auffallen, oder? Nee, dafür ist der Wellengang zu hoch. Okay, wir sehen schon blaues Licht. Sieht auch schön aus nach Disco. Hier sehen wir jetzt das erste Mal den Weihnachtsbaum. Er ist natürlich sehr spartanisch, aber darf natürlich auch nicht zu viel Platz wegnehmen. Man kann hier keine riesen Nordmann-Tanne reinstellen. Man muss ja auch hier arbeiten können. Aber so ein kleines bisschen erinnert es daran, dass zumindest im Spiel bald Weihnachten ist. Oder wie jetzt in der Realität. Aber genug gequatscht. Gehen wieder zurück auf die Kartenansicht. Zoom ein bisschen raus. Ich würde mal sagen, wir nähern uns mal wieder unserem Punkt an, nachdem wir ein bisschen ausgewichen sind. Weil die Jungs sind auch gleich soweit, was die Wetterstation angeht. Dann können wir die wieder einsammeln. So. Spulen wir ein kleines bisschen. Ein bisschen vor. Ich
Sie soweit sind. Empfangen Sie die Funkübertragung von der Wetterstation. Okay. Wir müssen die Station A. Neues Telegramm. Sehr gut. Haben die Nachricht entschlüsselt. Temperatur minus 4 Grad. Perfekt. Ah, ihr seid schon zurück. Sehr gut. Ruhm und Ehre euch. Schornsteinrauch entdeckt. Perfekt. Wir sehen schon, es ist frostig da hinten. Tauchen mal auf. Also langsam geht auch die Luftqualität ein bisschen runter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Schön. Ob wir den Weihnachtsmann auch getroffen haben, ich weiß es nicht. So langsam kommen wir auf jeden Fall hoch. Oh, da hinten sehen wir die drei. Bestätigt. Wechseln auf Dieselmotor. Die Frage, ob die uns jetzt sehen. Es waren auf jeden Fall drei Zerstörer, das wäre knifflig geworden. Okay. Oh, manueller Modus. Schauen wir mal. Da hinten sehen wir die Rauchsäulen. Und dann noch ranzoomen. Ne, sie entfernen sich. Der Wellengang ist zu stark. Wir können erahnen, wo sie lang fahren. Aber da wir keine Fahrt machen, verursachen wir auch gerade keine Abgase. Das ist gut. Sind auf jeden Fall weg. Perfekt. Wir können natürlich auf uns aufmerksam machen und einfach mal ganz stumpf in die Richtung ballern. Aber da sehe ich mich eigentlich nicht. Ja. Ich würde sagen, wir lassen den werten Herrn hier wieder gucken. So. Und ich würde sagen, wir kehren in den Hafen zurück. Was Feindkontakt angeht, sehr unspektakulär. Ich denke, da müssen wir in der nächsten Folge dran arbeiten. Aber, daher wir unsere Mission erfüllt haben, ja, dieses Mal nichts versenkt, deswegen keine Nationalhymne für uns, wo wir in den Hafen einfahren, aber sei auch verziehen, es sieht so aus, als ob es eine unchristliche Zeit ist für einen Empfang. Auf jeden Fall hat Karl-Heinz Schuster jetzt das Eiserne Kreuz gekriegt. Genauso wie Dr. Ernst Prien, das U-Boot-Abzeichen und Max Menzel. Immerhin einen kleinen Fortschritt. Wir auch einen kleinen Fortschritt. So, verbesserte Wettervorhersagen. 200% von diesen Prestigepunkten, die wir dann verwenden können. 8000 Mark. Kommandant, Ihr erfolgreicher Einsatz, eine Wetterstation auf der Bäreninsel einzurichten, hat die Fähigkeit der Kriegsmarine und der Luftwaffe zur Planung bevorstehender Operationen erheblich verbessert. Ihre sorgfältige Planung und Ausführung des Einsatzes hat unseren Streitkräften einen strategischen Vorteil verschafft und Ihre Fähigkeit als U-Boot-Kommandant haben Ihnen den Respekt Ihrer Kollegen eingebracht. Glückwunsch. Ja, vielen Dank dafür. Hier sehen wir es nochmal kurz. Ich meine, 3400 Kilometer ist schon ordentlich. Allerdings in Summe unspektakulär, der wir uns nur versteckt haben. Aber gut, kann ja auch nicht immer nur Action sein. Was brauchst du, Herr? Wir gehen jetzt einmal kurz ins Nachschublager, um nachzutanken. Munition und Co. brauchen wir ja nicht. Da haben wir ja nichts von verwendet. So, zack. Dann schauen wir uns an, was wir als nächstes unternehmen werden.
Als erstes werden wir einmal den Dieselkompressor anschmeißen, denn die Druckluft ist nicht bei 100%. Das brauchen wir definitiv. Wir schauen einmal ins Hauptquartier, ob wir jetzt mal was verwenden von unseren Prestigepunkten und unser U-Boot ein bisschen upgraden. So, wir haben 5 Punkte. Hier brauchen wir 3, okay. Um den gepanzerten Kommandoturm zu haben, was haben wir hier? Verbesserte Torpedoaufschlagzünder. Das klingt eigentlich auch gut. Unser aktueller Aufschlagzünder hat sich als fehlerhaft erwiesen und wir müssen die Beseitigung dieses Fehlers vor anderen Aufgaben priorisieren. Magnetzünder-Einstellungen neigen oft dazu, von selbst zu explodieren, bevor sie das Ziel erreichen. Während der jetzige Aufschlagzünder nur in Annäherung zum optimalen Schusswinkel korrekt funktioniert. Es gibt viele Theorien, warum das so ist, und jeweiligen Abteilungen schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Die Anwesenheit eines erfahrenen Ingenieurs, okay, kann helfen. Das sollten wir auch machen. Oh, dafür müssen wir erst einmal... Ah, okay. Dafür müssen wir erst einen freigeben. Das können wir aber machen. Brauchen wir einen Ingenieur. Dann würde ich sagen, verbessern wir unsere Torpedos. Das können wir noch eben machen. Gehen wir nochmal hier raus. Auf Wiedersehen. So. Ansicht wechseln. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Ich bin mit meiner jetzigen Crew eigentlich zufrieden. Ich würde nur sagen, dass wir einem unserer Ingenieure, nehmen wir den Knot. Ne, wir nehmen den Weber, der immer an die Motoren will, ne? Wir nehmen erstmal dich. Okay. Ist nicht schlimm, wir haben jetzt einen weniger, aber ich habe eh vor, die Jungs in Urlaub zu schicken. Und vielleicht ist bis dahin die komplette Forschung durchgeführt. So, zum Hauptquartier zurück. Zu den Torpedos. Wir jagen den Horst Weber dahin. Und er braucht 16 Tage. Urlaub ist immer 21 Tage. Das passt perfekt. Da können wir dich auch dann wieder direkt mitnehmen. So. Auf Wiedersehen. Ich wieder in der Ansicht. So. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt. Möchte ich einen Landurlaub. Und zwar ins deutsche Alpenresort, würde ich sagen. Weil in diesem Fall durch Kontakte zu Politikern vor Ort wären die Aufgaben im Hauptquartier um 50% schneller erledigt. Das heißt, ich habe schneller diese 9 Torpedos und kann in der Zeit, wo die noch im Urlaub sind, schon diese 9 Torpedos laden lassen, insofern sie verfügbar sind. Deswegen, zack. Und dann dürfen unsere Jungs in Urlaub. Und es fängt auch an zu schneien. Also war der Schneemann sei schon. Der Tannenbaum gar nicht mal so schlecht, den wir an Bord platziert haben. So. Ist die Forschung durch? Glaub nicht. Wir sollten ja nicht 21 Tage weg sein. Noch einen Tag und 23 Stunden muss ich überbrücken. Okay. Das kriegt man ja eigentlich ganz schön überbrückt. Da können wir jetzt mal ein bisschen tricksen. Schau mal. Indem wir sinnlos Sachen auf- und abladen. Weil so kann man dem Krieg natürlich auch entgehen. So. Ihr kriegt erstmal die Torpedos wieder. Wir laden mal. Das dauert 8 Stunden. 16. So. Das dauert jetzt einen Tag. Tag 15. So, 2 Tage. Verlassen. Alles klar, danke dafür. Wir spulen das Ganze. Dann ist die Forschung auch sofort durch. Ja, nein. Forschung wurde abgeschlossen. Perfekt.
Okay, die Ausrüstung wurde erfolgreich in Produktion gegeben. Laufen Sie einen Hafen an und melden Sie sich beim Nachschublager, um das U-Boot aufzurüsten. Kriegen wir hin. Erstmal holen wir jetzt unseren Kapitän, Kollegen wieder an Bord. Aber oh, ist hier nicht wissen, kalt bei Schnee? Ist euch allen nicht kalt? So. Danke, Horsti. Du bist wieder mit dabei. Und jetzt gehen wir mal ins Nachschublager und schauen mal, ob wir diese neuen Torpedos schon mit dabei haben. Und wir sehen schon, haben wir. Und zwar PI-Pistole Plus. Das sind die mit dem besseren Aufschlagzünder und die sollten wir dann jetzt auch laden. So, wir haben davon 2. Wir haben davon 3. Immerhin 3 Stück. Die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und beim nächsten Mal sind vielleicht hoffentlich noch mehr davon da. Aber was bei diesem Spiel leider so ist, dass man selbst diese, ich sag mal, Starttorpedos, dass man die eigentlich durchs komplette Spiel immer noch hier mit im Ausrüstungslager mit drin hat. Und diese neuen Torpedos, die man natürlich, ja, gerne voll mitnimmt, dass man die immer nur so peu à peu bekommt. Aber gut, 3 ist besser als keiner, deswegen wir sind zufrieden. Und final würde ich sagen, schauen wir jetzt noch einmal, was wir als nächste Mission machen. Viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Wo wir vielleicht mal unsere neuen Torpedos auch ein bisschen ausprobieren können. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Okay. Was gibt's für uns? Den Tonnagekrieg? Scarpa Flow möchte ich gerne machen, wenn ich diese Schnorchelforschung habe. Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Minenlegen auf gar keinen Fall. Da sehe ich mich ja so gar nicht. Wir nehmen den Tonnagekrieg an. Da geht es darum zu jagen und das machen wir beim nächsten Mal. So. Aber meine Freunde, nach dem kleinen Ausflug zu Santa Claus, um die Wetterstation aufzustellen, würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch allen nicht nur einen wunderschönen Tag, sondern auch wirklich schöne Feiertage. Verbringt sie im Kreise eurer Liebsten. Erholt euch ein bisschen vom Alltagsstress, entschleunigt ein bisschen und habt einfach eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.